Ganz herzlichen Dank, liebe Kinder, liebe Sonntagsschullehrer, für das geniale Krippenspiel, das ihr aufgeführt habt. Ihr habt das super gemacht. Danke, ja, Applaus. An dieser Stelle möchte ich auch allen Sonntagsschullehrern danken für euren Einsatz, für eure Arbeit. Ihr macht ganz, ganz einen wichtigen Job und ihr macht den auch ganz treu, super. Und ich denke, das ist nochmal ein Applaus wert. Ich weiss nicht, in dem Krippenspiel sind mir ein paar Sachen aufgefallen, ob es euch auch so gegangen ist. Also Großmutter ist mir speziell aufgefallen. Sie hat das mega gut gespielt. Also gestern habe ich sie noch gesehen, da hat sie noch den 45. Geburtstag gehabt. Und heute schon in einer anderen Rolle. Stoffi kommt wieder zurück in die Normalrolle, ich kann dich beruhigen. Also absolut gut. Und dann ist mir der Hirte Andreas aufgefallen. Nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Er ist nämlich da vorne gestanden, also jetzt haben wir das hinterher geschwenkt, vor dem Stall gestanden und hat gesagt, pssst, sind leisig. Sonst wecken wir das Kind auf und dann gehört es noch das ganze Dorf und dann müssen wir den König mit den anderen teilen. Also der Hirte Andreas hat eine Entdeckung gemacht, also nicht selber, die Engel haben ja noch darauf hingewiesen, haben das super gemacht. Und er hat das als Geheimnis für sich selber behalten. Und das hat mich ein bisschen inspiriert für die Gedanken, die ich euch weitergeben will. Und zwar, komme ich jetzt da nicht weiter, aber Raphael schaltet mir das unglaubliche Geheimnis. Und ihr seht den kleinen Bub da vorne, der staunt total. Und ich denke, darüber kann man staunen. Geheimnis. Geheimnis haben ist ja etwas ganz Besonderes und etwas Spannendes. Es ist so, es gibt Geheimnis von den Menschen. Das ist mir da alles ausgefallen. Ich rede einfach mal weiter. Geheimnis von den Menschen. Wenn ich an die kommenden Festtage denke, dann sind ja ganz viel dran, Geheimnis zu machen. In Form von Geschenken, Kinder, Erwachsene, die Sachen kaufen oder noch kaufen müssen. Also die, die noch nicht ihre Geschenke parat haben, müssen noch ein bisschen pressieren, haben noch ein bisschen Zeit. Und sie wollen anderen Menschen ihre Liebe zeigen, ihre Freude zeigen, einfach Danke sagen für ihr Dasein und machen das Geschenk parat. Und was ich so gemerkt habe, dass dann die Kleinen, manchmal auch die Grossen, vor Spannung, dass vor dem Geheimnis fast nicht ruhig sein können und manchmal so kleine Tipps geben, was eventuell könnte sein in dem Geschenk. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist. Mir ist einmal ganz stark so gegangen. Ich habe der Claudia ein Handy geschenkt, das ist jetzt schon ein Zeitchen her. Und dann wollte ich das nicht einfach so einpacken und ihr geben, sondern ich habe einen kleinen Chipsack gekauft, der unten aufgeschlitzt, das Handy dreht und natürlich eingepackt in einer Folie oder in einem Säckchen oder irgendetwas und nachher wieder zugeklebt. Und an ihrem Geburtstag hat sie das Geschenk aufgemacht, ist ein bisschen erstaunt gewesen, dass sie bloß einen Chipsack überkommt. Jetzt hätte ich müssen warten, bis sie die Chips isst. Das habe ich aber dann nicht geschafft, weil das Geheimnis war viel zu stark gewesen, und mich hat es fast verjagt. Oder? Und sie gesagt, bloß ein Chipsack. Also denkt, hat es nicht gesagt. Und dann habe ich sie so gefragt, du, ist der nicht ein bisschen schwer für einen Chipsack? Das sind ja nur so 24 Gramm oder wie viel, weiß ich auch nicht mehr genau. Und dann hat sie gleich einmal den Sack aufgemacht und ist tatsächlich ein Handy drin gewesen, und dann hätte sie sollen strahlen gesehen. Das Geheimnis, das sich gelüftet hat. So gibt es ganz verschiedene, zum Beispiel wenn ein Teenager verliebt ist und das noch für sich behaltet, oder, dann sieht man, dass da irgendetwas Spezielles ist. Vielleicht kommt man nicht ganz draus, aber die ein bisschen das Feeling dafür haben, die merken sofort, der Bub oder das Mädchen ist verliebt, aber ihn verjagt es fast vor dem Geheimnis. Oder in der Geschäftswelt, wenn jetzt einer von den Erwachsenen zum Chef gerufen wird und der sagt, du, ich möchte ja, weil du einfach so gut schaffst, eine saftige Lohnerhöhung geben, oder? Saftige Lohnerhöhung. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Kann gut sein. Und ihr dann heimgeht und gut, heute kann man schnell ein WhatsApp schicken, aber wenn ihr das nicht könntet, heimgeht und schnell dem Ehepartner erzählen, du,
komm, eine saftige Lohnerhöhung über, komm, wir gehen gerade auswärts essen ins Restaurant. Verplatzen fast vor Neugier oder vor dem Geheimnis. Jetzt habe ich da vorne einen Mann eingeblendet, das heisst, ich kann gar nicht mehr blenden. Der Edward St. John. Vielleicht haben das einzelne in den Medien letzte Woche gehört. Er hat eine Weihnachtsfeier für seine Angestellten veranstaltet und er hat 196 rote Gouverne mitgenommen für seine Angestellten. Jetzt, die Angestellten sind sich daran gewöhnt, dass sie normalerweise so einen kleinen Scheck bekommen, so an der Weihnachtsfeier und normalerweise bemessen an von der Stellung innerhalb der Firma. Jetzt damals hat es der Chef geändert und das war sein grosses Geheimnis. Ich könnte mir vorstellen, er hat innerlich ist so richtig gespannt gewesen, was passiert, wenn ich das Geheimnis lüfte tue. Und zwar hat er dann, bevor die Couvert geöffnet werden, hat er gesagt, also heute oder damals mache ich es anders in diesem Jahr. Ich tue nicht noch Stellung innerhalb der Firma euren Bonus austeilen, sondern wie lange das ihr schon im Geschäft bei mir arbeitet. Und ich habe den Betrag, den Normalbetrag, ein bisschen erhöht. Ich setze für den Bonus in diesem Jahr 10 Millionen Dollar ein. Und die jetzt ganz schnell rechnen können, der Zolleinnehmer, der kann vermutlich schnell rechnen, die haben jetzt schon ausgerechnet, dass da im Schnitt pro Person 50'000 Dollar gibt. Ich könnte mir vorstellen, wie die Leute geschaut und gelesen haben. Und ich habe einen Videoclip gefunden. Raphael, könntest du den mal abspielen? What happened tonight was magical. It is life-changing. It is. It's really amazing. Ed is so generous. I steer the boat, but they're the ones that run the boat. They're the ones that make the boat go. Without the team, we are nothing. We are absolutely nothing. Super, das war der Chef, der Eduard. Und vielleicht haben das verstanden, wenn er gesagt hat, ich steuere das Boot und ihr haltet es am Laufen. Und das ist absolut gut. Eine Person ist mit über 200'000 Dollar an dem Abend heimgegangen. Der Chef hat ein geniales Geheimnis gehabt und hat ganz, ganz, ganz viel Freude ausgelöst. Natürlich gibt es auch negative oder schlechte Geheimnisse. Und dort ist es ganz wichtig, wenn man so Sachen im Leben hat, dass man die möglichst schnell und gut klären tut. Weil es kann unter Umständen ganz, ganz schwierige Situationen sonst daraus entstehen. Jetzt, das sind Geheimnisse der Menschen. Jetzt habt ihr vorher unser Theater vorgespielt. Jetzt da dahinter steckt auch ein Geheimnis. Kein menschliches Geheimnis. Dafür ein göttliches Geheimnis. Probiere ich da nochmal zu schalten. Nochmal. Genau, das göttliche Geheimnis. Jetzt werden Einzelne da drin denken, also Markus, das stimmt doch nicht. Weihnachten ist doch kein Geheimnis. Also wir wissen doch alle, dass Weihnachten Jesus geboren ist, auf die Welt gekommen ist, um die Menschen zu retten, haben die ja vorgespielt. Und dann wissen wir, dass Gott alle Menschen so sehr liebt, dass er sie zu sich ziehen will und eigentlich seine grenzenlose Liebe ihnen immer zeigen will. Okay, also mit einer so einer Aussage habt ihr recht. Aber wenn wir die Bibel ein bisschen anschauen, dann sieht man, dass rund um Jesus und um die Weihnachten eigentlich die Bibel immer wieder von einem Geheimnis redet. Ich habe einen Vers mitgebracht, wo der Apostel Paulus, wo ja viel mit Jesus erlebt hat, geschrieben hat. Und in dem Vers innen steht, Gott möge euch Mut und Kraft geben und euch in der Liebe Christi zusammenhalten. Die ganze Größe seines Geheimnisses sollt ihr erkennen. Und dieses Geheimnis ist Christus. Eigentlich müsst ihr jetzt sagen, so wie sie dem Lied geheißen hat,
Erzähle niemandem, was an Weihnachten passiert ist. Behaltet das unbedingt für euch. Es ist ein Geheimnis. Aber so meint es natürlich Gott nicht. Gott meint, dass wir durchaus den Menschen erzählen sollen, in einer guten Art und Weise sollen davon reden, ja, was bedeutet denn Weihnachten? Weil es gibt ganz viele Menschen, die das gar nicht mehr genau kennen. Jetzt ist die Frage, ja, warum redet denn Gott gleich von einem Geheimnis? Ich denke, es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass er Jesus aus der unsichtbaren Welt, wo er drin lebt, in die Welt hineingeschickt hat. Er hat Jesus vom Himmel hier hineingeschickt und da ist ja etwas ganz, ganz Besonderes. Und wenn du Jesus kennst und das Geschenk angenommen hast, dann ist das etwas absolut Geniales. Aber was an dem Punkt wichtig ist, das ist erst der Anfang. Wenn man Jesus kennenlernt, ist erst der Anfang. Werde ich nachher noch ein bisschen erklären. Und das zweite Geheimnis, wo es um Weihnachten herum gibt, sind so viele Menschen verstehen das Geheimnis nicht. Ganz viele Menschen verstehen das nicht. Weil Weihnachten hat ganz stark mit Glauben zu tun. Und Glauben kann man nicht zeigen und nicht beweisen. Und darum habe ich eine Bitte. An jedes, der hier im Saal sitzt, der über den Livestream zuschaut, ihr in der Empore oben, mach dich jeden Tag auf die Suche nach Gott. Mach dich jeden Tag auf die Suche nach Gott, denn du wirst bei ihm unglaubliche Sachen entdecken. Unglaubliche Sachen. Jetzt diesen suchenden Menschen verspricht Gott etwas. Und ich habe das Versprechen mitgebracht. Und zwar steht das im Alten Testament, das sagt der Prophet Jeremia, und er macht ganz einen eindrücklichen Vers, mir ist der letzte bewusst worden und mich hat er sehr beeindruckt. Er sagt nämlich da drin, rufe zu mir, denn dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Weil das so wichtig ist, möchte ich nochmal vorlesen. Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Jetzt, was bedeutet die Aussage? Wir möchten sie ein bisschen zerpflücken. Also die erste Aussage, die da drin steht, heisst rufen. Du darfst rufen, du darfst jederzeit zu Gott kommen mit deinen Fragen, mit deinen Sachen, die beschäftigen. Er hat Zeit und er wird dir in deiner Situation helfen. Dort, wo du drin stehst. Das Zweite ist hören. Dann werde ich antworten. Was ganz wichtig ist, Gott lässt dir zu. Wenn du redest, dann lässt er dir zu. Und das ist doch absolut genial. Seine Ohren sind nie verschlossen. Die sind immer offen. Ob es jetzt ganz gut geht oder nicht so gut geht. Und er wird seine göttliche Antwort in deine Frage hineinlegen. Probier es aus und du wirst erleben, wie Gott antwortet tut. Ein Drittes ist zeigen. Dir grosse und geheimnisvolle Dinge zeigen. Gott wird dir einen Einblick in seinen Plan geben. Er zeigt Lösungen. Er zeigt dir deine persönliche Lösung. Und dort, wo du unsicher bist, nimmt er dich sogar an der Hand und führt dich zum Ziel. Ich habe in letzter Zeit zwei Erlebnisse gemacht, wo ich gemerkt habe, hey, da steckt total Gott dahinter. Bei meinem Beispiel hätte er mir einen Schub geben müssen, das erzähle ich jetzt kurz. Aber zuerst muss ich euch fragen, wer von euch geht gern zum Zahnarzt? Wer von euch geht gern zum Zahnarzt? Also ich sehe bei zwei Personen. Also ich muss euch verraten, und das habe ich an anderer Stelle schon mal da gesagt, ich muss euch verraten, ich gehe absolut nicht gern zum Zahnarzt. Wirklich nicht. Wirklich. Definitiv nicht. Jetzt im November habe ich gemerkt, ich muss unbedingt zur DH. Unbedingt. Ich gehe in regelmäßigen Abständen zu der DH, etwa alle 10 Jahre. Und jetzt habe ich gemerkt, es ist einfach wieder dran. Ich habe gemerkt, irgendetwas stört da unten und es hat wirklich gestört. Ich habe mit einem Häkli schon mal ein bisschen grobes Zeug ein bisschen weggenommen, weil es so gestört hat.
Ich habe geplant und überlegt. Und dann habe ich etwas gemacht, ich habe es weggeschoben. Ich habe so intern so überlegt, ja, ich habe es ja im Januar. Und ich wäre sicher, wenn der Januar gekommen wäre, hätte ich gedacht, Februar ist auch ein guter Monat für DH, oder? Mein Problem, wenn ich so oft gehe, ich kenne einfach keine DH, oder? Und dann, ja, okay. Gott hat das gesehen. Gott hat vielleicht den Kopf geschüttelt ab meinem Zahnstein. Ich dachte, oh nein, das müssen wir unbedingt machen. Letzten Dienstag esse ich ein frisches Gutzli von der Claudia. Ein Krebeli, kennt ihr, oder? Habe ich das Es war nicht hart, wirklich angenehm und weich zum Essen. Aber als ich das esse, spüre ich auf das Mal einen Gegenstand und denke, hinter einen Stein das Krebeli nicht tun. Jetzt bricht man doch beim Beissen, beim Abbeissen einen Teil von einem Backenzahn ab. Oh nein, habe ich gedacht, jetzt das auch noch. Also DH und Zahnarzt, das ist ja die absolute Katastrophe. Okay. Weil ich kein Rat mehr gewusst habe, habe ich gesagt, Claudia, kannst du dich darum kümmern? Könntest nicht du irgendeinen Zahnarzttermin abmachen? Aber schau, dass ich vorher DH habe, dass nicht der rausspringt, weil ich so viele Zahnsteine habe. Okay. Sie rufen beim Zahnarzt an. Bei der Dentalhygieniker ist gerade einen Tag später ein Termin ausgefallen. Ich kann gar nicht kommen, oder? Und Zahnarzttermin habe ich jetzt morgen. Also ich hocke morgen auf dem Stuhl. Und ich bin zur DH gekommen und man macht sich ja so Bilder. Und ich habe schon ein bisschen etwas gehört von DH und dann habe ich mir da so ein russisches Zahnmonster vorgestellt, das mit Hökli kommt und mir im Maul herumgrübelt. Also einfach furchtbar. Absolut furchtbar. Als ich dann dort war, kam eine ganz liebe tschechische Zahnfee und hat da ins Maul hineingeschaut, die erste Bemerkung, die sie gemacht hat. Die erste Frage, die sie gestellt hat, wann sind sie das letzte Mal gewesen? Und meine Standardantwort ist dann normalerweise, schon lange nicht mehr. Das muss ich nicht sagen. Und dann hat sie gesagt, ja, das braucht, glaube ich, mehr als eine Sitzung. Aber sie hat angefangen und es ist wirklich ganz gut gegangen. Als der Zahnarzt noch schauen kam, wegen meinem abgebrochenen Zahn, hat er gesagt, ist gar kein Problem, es hat dort noch so einen Inlayer drin, also eine Einlage, wo eigentlich schade wäre, wenn man die rausreißen und da bauen wir rundum etwas. Und ihr merkt, man kann Gott vertrauen. Auch wenn man mal so in einem Labyrinth steht, nicht weiss, wo durch, er führt gute Wege. Er nimmt sogar vielleicht Ängste oder Bedenken, die man hat, nimmt er auf und wandelt es um zu etwas ganz Gutem. Es führt mich noch zum vierten Punkt. Entdecke Sachen, von denen du nichts weißt. Gott hat Sachen parat, von denen du nichts weißt. Er hat eigentlich, wenn man sich das Bildler vorstellt, vielleicht so wie da vorne, einen riesen Schatz und hat alles parat, was du für ein erfülltes Leben brauchst. Das ist absolut genial. Und das möchte er dir schenken. Vorhin haben wir vielleicht über die Grosszügigkeit vom Edward gestaunt, dass der einfach 10 Millionen verschenkt. Also wenn ihr mit Gott unterwegs sind, wenn ihr ihn sucht und entdeckt, werdet ihr erleben, dass er noch viel, viel mehr parat hat. Ich möchte noch mal das erste Bild einblenden lassen, da, vom Anfang, und mit einer Bitte schliessen, und zwar die Bitte wiederholen, die ich vorher schon gesagt habe, bleib nicht dort stehen, wo du im Moment stehst. Egal wie deine Beziehung zu Gott ist, ganz tief, vielleicht mitteltief, vielleicht oberflächlich, vielleicht noch gar nicht. Spielt überhaupt keine Rolle. Mach dich auf die Suche nach Gott. Und du wirst bei ihm Sachen entdecken, wo du eigentlich nur staunen kannst. Wo er dich beschenken will, wo er dir etwas mitgeben will. Und es lohnt sich in jedem Fall, das Geschenk entgegenzunehmen, das Gott parat hat. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Ein Gott, der alles sieht, der über jeder Situation steht. Und Herr, du versprichst uns da in deinem Wort, in deiner Bibel versprichst du, dass du zu uns schauen wirst und dass wir Sachen dürfen entdecken. Und ich bitte dich, Herr, wenn wir uns in der kommenden Woche auf Entdeckungsreise machen,
dass wir da ganz besondere Sachen entdecken dürfen. Dich und das ganze Umfeld und die Sachen, die du in mein und in unser Leben hineinlegen willst. Ich danke dir dafür. Amen.